Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich weiß, ich habe zumindest bei meiner Aufnahmesession angefangen, irgendwann nur noch innerlich auszurasten, weil ich es nicht hinbekommen habe, hier vorne da so auf die schönen Bogenschützen zu zielen. Ich habe es einfach in einer Tour nur noch verbockt und hatte dann irgendwann auch einfach nur noch ausgemacht. Das heißt, ich habe gerade, wenn ich ehrlich bin, gar nicht zu 100% so die Ahnung. Ich glaube, wir müssen da sogar noch mal durch. Was wir, wo ich genau aufgehört habe. Sagen wir es mal so, ich habe kein Werkzeug, also brauchen wir das gar nicht versuchen. Alles klar. Okay, wir laufen nochmal durch. Ich weiß, wir mussten hier durch, um zumindest die eine Sache noch freizuschalten für Rodrik. Ich würde allerdings auch gleichzeitig sagen, dass ich das nochmal schnell rausschneide, weil wir hatten das schon die Kette gesehen. Du solltest nicht... Warum? Ich kenne diesen Ort nur allzu gut. Was ist los, Rodrik? Okay, würde das sonst einmal rausschneiden. Also würde ich sagen, wir sehen uns gleich. So, hier sind wir wieder. Und zwar müssen wir jetzt den Karren schieben. Oh, ich hoffe, ich werde es nicht hier schon wieder die ganze Zeit so dolle und arg verbocken, wie in der vorherigen Aufnahme. Der Karren, Rodrik! Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Hey! Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komme klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen Ausschau. Gut. Dann mal los. Feuer! Versteck dich, Rodrik! Mach dir um mich keine Sorgen, Knöps. Ich kann sie von hier aus noch nicht wirklich treffen. Ich weiß, sie kommen von links auf. So, den einen haben wir. Amicia, die gehören dir. Shit. Hoppala. Nimm sie mit, nimm sie mit, nimm sie mit. Amicia, sie haben ihn getroffen. Rodrik, lass den Karren los, bitte. Nein, wir brauchen es, um das Fallgitter zu erreichen. Hey, 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 hey. Au, 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 au. Ah, es war so klar. Ich wollte noch schnell runterlaufen, aber ich war mit Hugo zu langsam. Das gefällt mir schon wieder nicht. Ich bin schon so oft gestorben jetzt. Also in dem Spiel allgemein. Muss ich das nochmal machen? Oh, ist das euer Ernst? Bis gleich. Okidoki. Wir versuchen es nochmal. Der Karren, Rodrik. Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Ich denke mal... Hey. Lass dass los, Amicia. Er getroffen Was werden tust muss, du da? Oder? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komme klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen Ausschau. Gut. Dann mal los. Versteck dich, Rodrik. Mach dir um mich keine Sorgen, Knöps. Warum kann ich die denn noch nicht treffen? Das ist doch bescheuert. Zu erreichen. Also ich weiß nicht, was jetzt kommt, weil... Oh, fuck! Oh, 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 ey! Amicia, sie sind hinter uns! Bastarde! Bastarde! Ich hab die Treppe erreicht. Los, schnell! Oh Gott, das war... Oh, fuck. Da sind noch Steine. Nicht sterben, oh. Nicht sterben. Ich brauche nur eine Pause. Gut so, Rodrik. Das war's. Geh in Deckung. Wir sind da. Steh nicht einfach nur rum. Komm jetzt, schnell. Oh mein Gott, Rodrik.
Oh, mir geht's schon besser. Ich bin direkt hinter dir. Gut. Ja, gut. Wir haben es endlich geschafft. Yay! Ich weiß nicht, wie viele Versuche ich dafür gebraucht habe. Ich glaube, 10 Millionen. Oh. Oh, verdammt. Ich habe die Aufnahme gestoppt gehabt. Mach mal. Hugo, los! Falschen Knopf gedrückt. Yay! Jetzt du! Tut mir leid. Scheiße! Scheiße! Hugo, komm jetzt. Wir müssen weiter. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Das kann nicht sein. Melly, bitte. Nein, diese Bastarde müssen bezahlen. Sie werden bezahlen. Das Wichtigste ist, zusammen und am Leben zu bleiben. Deswegen haben sich Rodrik und Arthur geopfert. Lass mich einfach in Ruhe. Sie hat recht, Melly. Wir können schwer gehen hier gerade. Es ist vorbei, Hugo. Er hat seinen Frieden gefunden. Ich ertrage diese verdammten Ratten nicht länger. Mistviecher! Aber sie bahnen uns einen Weg. Ach ja? Wie denn? So. Wie machst du? Boah, das passiert gerade wirklich. Hugo, sag mir, dass du uns helfen wirst, diese Dreckskerle zu töten. Melly? Ohne deinen Bruder haben wir keine Chance, Amicia. Das ist dir klar, oder? Ich werde dir helfen und du hilfst uns, Mama zu retten. Dann haben wir eine Abmachung. Okay, wo haben wir denn die netten Leute wieder? Also die nächste Szene, um zu sterben. Ich finde es nicht gut, dass Rodrik gestorben ist, aber wir konnten es leider wirklich nicht verhindern. Ich hatte gehofft, wir können es verhindern. In Ordnung. Wie war das nochmal? Erstmal, ich habe nicht genug davon. Das ist das, was ich gleich brauchen werde. Okay. Also erstmal einen Stein. Und dann brauchen wir... Ja, hab ich euch. Der Herr wird euch richten. Wie ging das denn nochmal? Verfluchte Lager! Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Das war das Falsche. Ratten brauche ich ja. Okay. Ich habe es wieder rausgefunden. Oh Gott. Ja, guten Hunger, Leute. Wieso Stoff? Achso, Stoff ist voll. Leder nehmen wir nochmal mit. Gott. Ich habe viel zu lange wieder nicht aufgenommen. Ich sollte da wirklich etwas dran ändern. Aber wir werden auf jeden Fall immer wieder weiterkommen. Oh, da hinten können wir noch lang. Lalalala. Können wir noch mal ein bisschen was mitnehmen? Also vielleicht, falls unser Beutel das hergibt. Nochmal Leder, nochmal Alulul. Finden wir denn überhaupt nochmal Werkzeug, um irgendwas aufzurüsten? Ja, nichts gesagt. Was fehlt uns denn da? Oh, wir brauchen 10 Stück. Okay, das ist der Beutel. Ich würde gerne gucken, dass wir es eigentlich nochmal... Naja, dass wir halt mehr Stärke haben. Also, ja, das nehmen wir. Das ist jetzt im Prinzip aufeinanderfolgende Schüsse. Das sollte mir die Sache erleichtern. Ja, zumindest ein bisschen.
sollten wir hinkriegen. Können wir hier noch? Das können wir alles nicht mehr mitnehmen. Oh, da liegt noch was. Können wir auch nicht mitnehmen. Ist ein bisschen schade, würde ich sagen. Dass wir so viel nicht mitnehmen können. Das können wir auch nicht mitnehmen. Seil können wir uns wieder mitnehmen. Oh. So. Da müssen wir jetzt mal schauen. Oh, da läuft auch einer. Die haben alle Fackeln. Wie wir das mit den Ratten machen. Kommt der hier lang? Wo sind die anderen beiden? Die anderen beiden sind da. Also ich müsste einmal was löschen. Da können die einen aber sehen. Oh. Hoppala. Alles klar. Ist alles gut? Nein. Ja, antworte doch. Ich habe gerade ein Stäbchen in meinen Bauch bekommen. Dann kann ich schlecht antworten. Die Kathedrale. Verdammt. Das ist die Hölle. Macht euch bereit. Ja. Also wir... So, wir müssten die beiden auf jeden Fall einmal ausschalten. Der ist jetzt auf jeden Fall schon mal gesnackt worden. Das macht es leichter. Wirklich rumkommen tun wir hier aber auch nicht, weil die beiden Schützen uns da sehen. Können den aber auch nicht unbedingt töten. Das ist ein bisschen tricky hier gerade. Finde ich alles irgendwie ein bisschen kacke. So, der ist hin. Ich suche da drüben. Such mal da drüben. Die dürfen uns nur nicht sehen. Also sobald die hier in die Nähe kommen, müssen wir mal gucken. Der eine hat einen Helm auf. Wir haben ja leider nicht mehr Rodrik, der mal eben schnell hinläuft und die Genicke bricht. Okay, aber das hat ganz gut geklappt. Wir sind einer weniger. Und die sind ein bisschen fernab von ihren eigentlichen Laufrouten. Ich krieg bei sowas ja immer gerne schnell Panik. Yay. Also geht der, wenn ich jetzt darüber gehe, dann sieht der Bogenschütze mich. Mhm. So. Alles klar. Er ist auf Bereitschaft. Er ist auf Bereitschaft. Oh. Das war natürlich geplant und total gewollt. Nur mal mit dazu gesagt. So, das dauert anscheinend ein bisschen länger, bis die da ihre Balken wieder reduzieren. Ah, auf jeden Fall geht's jetzt schneller. Woohoo! Nein. Doch nicht. Wen habt ihr denn gesehen? Oder wen wollt ihr denn gesehen haben? Nein. Wir können ja mal gucken. Haben wir nicht dieses Löschdings? Oh. Verdammt. Nein, das sollte doch da hinten hin. Okay, erstmal wieder die Steine nehmen. Den einen kann ich so nochmal platt machen. Der andere hat einen Helm auf. Da wird das ein bisschen schwieriger. Und wenn ich die Ratten animieren möchte, dass sie die Leute auffressen, dann sehen die mich halt leider auch. Und die kommen an den einen Typen mit Fackel nicht ran. Das heißt, da müsste ich zuerst einmal schmeißen. Müsste ich erst einmal schmeißen?
dass die Fackel ausgeht. Und dann könnte ich die Ratten losschicken. Aber die kommen mal dem einen Feuer nicht lang. Oh, 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 oh. Ja, aber am besten wärst du drehst dich um. Vielleicht kann ich ja doch einen gegen den Kopf schmeißen. Nee, macht sie nicht. Visiert sie nicht an. Okay. Das heißt, da kann ich wirklich sonst nur löschen. Versuchen zu löschen. Mhm. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Wehe, du gehst jetzt dahin und zündest dein Feuer wieder an. Von dort drüben kam es nicht. Nee, von da kam es. Also die Richtung ist komplett falsch. Absolut. Na los, dreh dich um. Komm schon. Hi, ihr Süßen. Jetzt seid ihr süß. Jetzt, wo ihr auf unserer Seite seid. Oh, tut mir leid. Aber ich möchte nicht wieder so reihenweise sterben. Das war in den letzten Folgen einfach zu viel. Die sind bestimmt weg. Ja. Hier nicht verausgaben. Und er zündet es wieder an. Nein. Oh, hoppla. Das heißt, ich kann nur löschen. Ich muss zu denen hin, wo die gerade sind. Wenn er da rumgeht. Wenn er sich wieder umdreht. Ich glaube, dann kann ich die Ratten hinschicken, weil dann kann ich das Licht ausmachen. La 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 la. Jo. So, und dann machen wir Ratten. Und gut gemacht. Angeknabbert. Das fällt man vom hohen Ross, was? Naja, nicht wirklich. Aber wir nehmen jetzt hier erstmal noch ein paar Sachen mit, weil ich nicht weiß, was uns da drin erwartet und wie viel wir uns vielleicht doch nochmal zusammenbrauen und basteln müssen. Hey ho. Na, ihr Lieben. Da haben wir noch was. 10 von 16. Da vorne liegt auch noch ein bisschen was. Aber das konnte ich, glaube ich, immer noch nicht auf... fast vergessen mitzunehmen. So, nee, da, von hier sind wir ja gekommen. Seil nochmal aufnehmen. Hier vorne hat auch noch ein bisschen was geglitzert und geglänzt. Okay, cool. Geht sofort weiter. Geht sofort weiter. Ich würde nur einmal das Schlafzeug gleich schon mal machen, weil die Gefahr besteht, dass uns wieder irgendeine Wache zu nahe kommt und dann müssen wir dem erstmal schön eine überbraten damit. Lecker. Wir sind da. Vitalis, Amicia, er hat etwas Böses vor. Ich kann es spüren. Sehr Böses? Was denn genau? Ist ganz egal, was er vorhat. Wir wollten ihm so oder so den Schädel einschlagen. Ja. Fängt gleich an. Gehen wir, Hugo. Mama ist da drin. Ja. Na, geil. Sie haben auf uns gewartet. Lukas, Melly, bleibt, wo ihr seid. Ich hab gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Ratten. Sag ihm, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. Alles klar. Das wird kein gutes Ende. Stehen Sie auf. Amicia! Ah, okay. Das waren Bogenschützen. Hatte ich nicht erwähnt gehabt, dass ich eigentlich vorhatte, nicht so viel zu sterben? Gehen wir, Hugo. Mama ist da drin. Ja. Nehmen wir uns erstmal alles, was wir hier so schnell an Stein finden können. 10 von 10. Sie haben auf uns gewartet. Mhm. Lukas, Melly, bleibt, wo ihr seid. Ich hab gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Ratten. Sag ihnen, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. Hey. Ja,
Nein, wie, wo soll ich mich denn, wo soll ich hin? Oh, das fängt doch schon wieder so gut an. Gleich an. Ja, er fängt gleich an. Mama ist da drin. Ich fange auch gleich an. Ich werde gleich schon wieder richtig fuchsig, weil ich nicht weiß, wie ich das machen soll. Ohne, dass wir jetzt halt direkt wieder draufgehen, aber Sie trotzdem auch gewartet. Vor den Lukas, Melly, Schützen. Bleibt, wo ihr seid. Ja. Kinder wollen bestraft werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Ratten. Sag ihm, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. Vergiss es. Da ist sie weg. Ihn auf. Yes. Noch einer tot? Also hat er uns jetzt nicht im Blick gehabt? Na los, komm her, stapf rein in die Gegend. Wo ist der Punkt? Nein. Nee! Also jetzt fange ich langsam an zu schmollen. In welchem Lichtradio stand er denn bitte, dass wir den nicht treffen konnten? Die Ratten haben sich doch vor ihm aufgebäumt. Also ganz ehrlich. Das finde ich jetzt wirklich eine Sauerei. Haben auf uns gewartet. Lukas, Melly, bleibt, wo ihr seid. Ich hab gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden. Ja, wir wollen... Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Ratten. Sag ihm, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. Ja, und die Mitte bitte auch nochmal. Jawohl. So. Dann haben wir jetzt ziemlich viel, dass wir auf die losschicken können. Warum nicht? Ach, weil die Fackeln haben. Cool. Was ist, wenn wir denn jetzt einfach reinlaufen? Können wir nicht. Das war super, super, duper eng. Nummer 1 ist schon mal tot. Auf, verdammt. Das war super eng, weil ich aus Versehen die Steam-Dings aufgemacht habe. Ich hab's wirklich. Ich hab ein großartiges Talent dafür. La 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 la. Oh, schon wieder. Ich versuche immer Tab und Shift gleichzeitig zu drücken. Ach, der hat schon wieder angemacht? Oder ich hab's gar nicht erwischt? Ja, genau. Oh mein Gott. Jans! Glaub nicht. Diese Macht. Gut. Gehen wir hinein. Yes!